Mann, oh Mann, gleich läuft in meinem Fernsehen meine Lieblingssendung. Ach, macht das Spaß, in meinem bequemen Fernseher zu sitzen, mit einem schönen Fernseher zu sehen. Das Beste wird sein, ich schalte jetzt gerade ein. So, er ist an. Drittes Programm. Hallo, Banana. Wieder mal Fernsehzeit, was? Ja, du sagst es, Odi. Weil ich habe mich vor, hier hinzusetzen und an einem schönen Fernseher Sessel zu sitzen. Also mit dem Sessel. Ich weiß, Banana. Gut. Ja, und Odi? Würdest du mal bitte mal frei machen? Ich wollte nämlich... Aber nein, Banana! Ich wollte hier sitzen. Weißt du, Banana? Heute sitze ich mal hier. Aber ich will aber nicht... Ich war aber heute nämlich den Lieblingssendung anzusehen. Ja gut, Banana, du kannst ja morgen hier sitzen. Heute sitze ich mal hier, aber ich will aber nicht morgen hier sitzen, sondern ich will heute sitzen. Heute. Nein, Banana. Ich will aber sitzen. Geht aber nicht. Denn ich sitze hier. So, das geht nicht. Na gut. Na gut, na gut. Wenn es so ist, mein lieber guter Odi. Also gut, dann werde ich hier nicht fernsehen und die Kästen. Ausschalten. Da hast du es. So. Wenn du nicht fernsehen willst, dann gucke ich eben allein. Aha! So ist es also. Du hast aber ganz schön raffiniert, was? Ja, da war gut. Ja, du hattest gedacht, als du weggehen solltest, ja. Als ich nun rübergegangen bin, hast du dich in den Sessel geschlichen. Ja, würdest du dich mal jetzt mal den bitte die Sicht freigeben? Aber nein. Ich will aber heute nicht mehr fernsehen. Ja, dann sei ruhig. Ich wollte gerne sagen, ach was soll's. Man muss momentan nicht fernsehen. Ich sehe lieber aus dem Fenster, meinetwegen. Sehe lieber aus dem Fenster. Gut, ich gucke mal, was in der Dino-Land los ist. Das gibt's doch gar nicht. Sowas. Tatsächlich ein Elefant mitten im Dinoland. Tu, guck dir das an. Was sagst du da, ein Elefant? Ja, ein Elefant im Dinoland. Und dann sieht man von dort aus. Ja, guck doch selber. Oh nein, ich habe noch nie einen Elefanten gesehen. Aber wo ist denn dein Elefant? Hey, Udi, ich kann keinen Elefant entdecken. Bist du sicher? Sehr witzig. Reizender Scherz. Danke, Banana. Du hast mich richtig in was reizender Scherz gemacht. Hat's dir gefallen? Verschwinde endlich auf meinem Sessel, los! Zisch ab, ich will dich hier nie wieder sehen. Ich will auch mal einen Sessel sitzen, ich mal zuerst hier. Nein, das geht nicht, du sitzt auf meinem Bein. Ich kann dich dann bewegen, wenn du drauf sitzt. Weil, Udi, was? Dieser was, was? Entweder ein Sessel ist für uns beide Platz. Ganz bequem. Er ist so groß, da passen wir auch beide rein. Ja, du hast recht. Na, ein echter Doppelsitzer. Ja, was meinst du mit Doppelsitzer? Ja, ein Sitz für zwei. Wie schön. Da können wir jetzt mal in Ruhe Fernsehen gucken. Ja. Weil zwei. Oh, was Furchtbares ist passiert. Was denn? Ein Dinosaurier ist ausgebrochen aus dem Museum. Und es hat euren Schlafzimmer gehabt. Ein Dinosaurier? Ach du lieber Teil, wo habe ich bloß eine Maus auf einen hingelegt? Vorsicht, die beißen. Du, da ist kein Saurier. Ah, angeschmiert habe ich euch beide. Jetzt habe ich den gemütlichsten Sessel vom Fernseher, ja. Hey, Banana, ja. Weißt du was? Da passen wir zwei rein. Also ist ganz bequem. Und weißt du was? Da passen wir auch drei rein. Also, ich schieb von hinten. Los! Scharf, beweg dich zur Seite. Oh, Stück mal rück, scharf. Ey. Na, wir quetschen uns rein. Ja, stimmt. Hey, Banana. Was gibt's denn heute? Ja, da was ihr das seht, ist das allerschönste Feuerwerkkapelle. Dann kommt das Wetterbericht und dann der wundervolle Wettertauben, dritte Folge. Mann, die spielen da wieder klasse.